Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Hallihallo, ihr Lieben. So, wir sind ja mitten im Umzugsstress, haben die 7 Sachen gepackt. Sind die Öfen mit? Ja. Ja, die haben wir eingepackt. Die Öfen sind mit. Ja, die sind zu Brauchen voll. wir noch irgendwas aus dem Kühlschrank? Nö, ich stelle, sobald ich den jetzt mein Petri unten habe, habe ich mein Petri hier schon? Ja, ich habe mein Petri hier. Ja. Dann können wir eigentlich los. Hier eben meinen holen. Oder soll ich meinen hier stehen lassen? Kannst du denn fliegen mit deinem Ding? Ja, sollte ich noch können. Wo ist denn der Gnobel? Der hat doch eben Level ab. Der läuft hier gerade hinter Ja, mir ich durch. sehe ihn. So. Kleppel, du kriegst auf Leben erstmal. So, und mach weiter mit dem, was du machst. Nee, wenn ich aufsteige, bei mir, dann ist Ende. Ich bin voll. Ja, dann lasse ich meinen für Notfall hier stehen, im Fall es ist irgendwas. Gut. Ja, ich kann mich fahren. So, dann stelle ich meinen hier mal auf neutral. Nee, den lasse ich auch auf Ach, hey, passiv. ist der langsam. Ja, dann auch ein Petri, das habe ich dann nur noch gedacht. Nee, ich lass die beide auf neutral. Auf passiv. No, besser ist noch. Ja, wir haben ja keine Chips mehr. So, meinen habe ich schon mal Moment. gepfiffen. Eben die Luke zumachen. Wenn wir auf Karte gucken, wir müssen. Ach so, ja. Karte ist ja noch nicht aufgedeckt. Ist auch doof, ne? Wir haben schon so oft auf Ragnarok gespielt, dass die Karte nicht offen ist. Mein Navi auch. Tja, dann. Auf ihn auf. Wir können jetzt aber nicht schnell fliegen, ne, weil die beladen sind und die sind nicht so schnell wie die Petris. Ja, ich kann das sowieso nicht so schnell, das weißt du doch. Ein einfaches Ja oder Okay hätte gereicht. Denn das sage ich ja mehr oder weniger für die, die zugucken, als für dich. Damit die wissen, warum wir hier so rumschleichen. Die Karawane. Weiß ich, bei großen Umzügen, da habe ich immer ganz viele Dinos hintereinander immer folgen lassen. Warum nicht? Ja, auch wenn du hier, wenn du dann los bist hier zum Techbauen. Jetzt kannst du Tech ja auch in der Base bauen. Den Replikator. Vorher musstest du immer das ganze Zeug zum Haken bringen. Ja. Aber es ging ja auch irgendwie. Ja, sag früh genug Bescheid wegen deiner Ausdauer. Ja. Du hast ja weniger als ich. Moment, es ruckelt. Ah, geht wieder. Aber normal, wenn wir langsam fliegen, dann hält die Ausdauer beim Petri auch eine ganze Weile. Wir könnten natürlich jetzt mitten über die Karte düsen. Das wäre natürlich schneller. Aber wir fliegen ziemlich am Rand entlang, weil da ist ungefährlicher, Ausdauer zu tanken. So sieht's aus. Moment, es ruckelt wieder. Okay. Ja, es regnet ja auch noch, ne? Ja. So, geht wieder. Sehr schön. Wir bauen uns an der neuen Stelle erstmal ein kleines Holzhütchen auf, wie da. Weil wir mit der Burgmod bauen und dafür müssen wir erst die Rohstoffe sammeln. Sprich, für die Burgmod steht fast alles aus Stein und aus Rohmetall. Und das haben wir so gut wie alles einschmelzen müssen. Für die Waffen und sowas. Standbild. Okay. Na, wieder da.
Wir können ja gleich da kurz landen, dann kannst du alles reinladen. Ich wollte gerade fragen, ob wir denn da vorne auf dem Pinöppel landen. Ja. Wenn da keine Yogis in der Nähe sind. Ich würde sagen, der Pyro kann meine Gedanken lesen. Mhm. Ja, wieder da. Sehr schön. Also ich bin auf dem Pinöppel. Aha. Bin auch da. Eben einen kleinen Moment. Ja, jetzt sollte es wieder gehen. Sehr schön. Dann geht's weiter, die Welle rein. Wenn ich durch meinen Agi mal was sehen würde, ne? Ja. Wir fliegen hier über die Brücke, falls du rausfliegst. Standbild. Wieder da. Und fliegen dann auf den Berg zu, wo der Strahl ist. Der Strahl. Der Lutstrahl. Der Berg neben der Burg. Hm. Nachher kommen wir auch an The Redwood. Und da müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir da vorher Ausdauer tanken, denn da will ich an einem Stück rüber. Ja, ja. Denn ich wollte nicht das Petri oder Agi verlieren. Nö, nö. Das wäre schon doof. Ja. Jetzt sehe ich den Loot erst. Okay. Karawane. Hm? Hat doch mal was. Ja. Geht's bei dir oder müssen wir hier zwischenlanden? Geht's. Gut. Wollen wir ein bisschen. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ja, dann landen wir hier kurz auf dem Pinöppel. Mhm. Damit du reinladen kannst. Solange ich nichts sage, einfach nicht drüber reden. So. Merkt der schon. Ja. Kamera. Kamera geht. Upi. Hör mal. Ja. Ach, guck mal. Ah. Da unten am Strand. Die Yogis bauen sogar die Häuser aus. Die haben jetzt sogar ein Vordach. Das war das letzte Mal noch nicht da. Nö. Und das war nur 2x2, also 4 Dinger groß. Bin ich mal gespannt, wie weit die sich entwickeln, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben die nur Pfeil und Bogen und sowas. Hm. Wenn die natürlich mit Schusswaffen dann kommen, dann wird das spaßig. Mhm. Ich würde sagen, das werden wir merken. Ja. Ich freue mich auf sowas. Oh, ich weiß. Da oben auf dem Berg waren, glaube ich, auch Yogis, ne? Da müssen wir drauf achten. Okay. Die waren, glaube ich, mittig zur Burg hin. Hm. Also fliegen wir links am... Standbild. Okay. Bin wieder da. Gut. Dann fliegen wir links am Berg. Hm. Hm. Es ruckelt schon wieder. Okay. Dann gucken wir da, wo der Bronto ist. Da ist so eine Schräge links. Da landen wir dann da. Ich hoffe, dass da noch keine Yogis sind. Du fliegst ja sowieso vor. Kannst du linseln. Ja. Schön weit außen hier. Zack. Und hier landet. Ich laufe mal ein bisschen vor, dann hat Mini auch Platz zum Landen. So. Wenn ich irgendwann mal, ne, ankomme. Hallo. Hallo. Wenn du sagst, kann weitergehen, dann geht weiter. Okay, scheint wieder zu gehen. Okay.
Und los geht der. Ja. Denn hier vorne haben die Yogis auch gebaut gehabt. Oh, ist das nicht. Da ist. Aus dem Strohhütchen ist jetzt ein Holzhütchen geworden. Denn ich meine, beim letzten Mal war ein Strohhütchen, ne? Glaub. Ja. Oh, ich habe kurz Standbild gehabt. Sind wir da? Ich auch. Ja, das sind diese Ladezonen, ne? Ah, bin wieder da. Ach, die haben sich auch ausgebaut. Die haben zwei Hütten da stehen. Okay. Bauen die ganze Dörfer oder was? Weiß ich nicht. Coole Sache. Edmini hat Angst. Ach, apropos, ja. Hoffentlich ist unser Bauspot nicht besetzt von denen, ne? Da müssen wir den erst freikämpfen. Aha. Yeah. Spätestens, wenn sie uns bei Tame stören, dann wird's ärgerlich. Mhm. Wenn da nichts ist, würde ich gern den gelben Loot einsammeln. Ja. Ich düse mal vor. Ja, mach mal. Ich versuche hinterher zu kommen. Weil da ist ein Ring drum. Das heißt, dass da ein Bauplan sein sollte. Wäre toll, wenn wir da vorne dann auch nochmal landen könnten. Ja. Oh, eine Pumpgun war drin. Oi. Das habe ich gesehen. Eine Pumpgun mit 398. Und fast 3500 Haltbarkeit. Bin bei dir. Ja, und noch eine Schrotflinte. Beides fertig. Super. Mit 381. Mhm. Die hat aber nur 633 Haltbarkeit. Das ist eine besser wie nichts. Aber eine Schrot... eine Pumpgun. Tja, die werde ich mir gleich aneignen, ne? Ey, yo. Mach mal. Ja. Pumpgun, Also von mir aus können wir dann weiter. Gut. Geht los. Di-di-di-di. Hallo Rex. Ob der Rex das schafft. Also ne. Die werden sicher kommen. Ja. Ich denke, der Rex wird es merken, wenn er es nicht schafft. Ja. Du hast da Endgegner bei dir. Hinter dir. Sollen sie mal rankommen hier. Geht? Einer ist schon tot. So, tot. Danke fürs Level Up. Bitte. Moment, ich level eben schnell. Ja. Man kann dann nebenher noch ein bisschen reinladen. Jetzt ist die Frage, wollen wir über den Dings fliegen oder durchs Eisgebiet durch? Na, Eisgebiet weiß ich nicht, ob es zu kalt wird. Ja, also das wird auf jeden Fall kurz kalt. Mhm. Muss mal gucken, ob wir das schaffen. Ich lande mal hier unten. Ne? Ja. Weil Eisgebiet wird kürzer, ne? Mhm. Können wir uns Ach, die Schneeklamotten haben ja auch nicht viel gebracht, ne? Nee, ja, durch Schneegebiet müssen wir schnell durchfliegen. Das wird schlecht mit dir, ne? Mhm. Weil dann wären wir nämlich direkt da. Wenn wir da vorne durch Schneegebiet fliegen, wären wir direkt da. Hm. Also nicht durch Schneegebiet, sagst du? Nee, lieber nicht, ne? Ja, dann müssen wir hier runterfliegen, dass wir hier lang fliegen. Du weißt, schnell fliegen bei mir, das ist nicht so. Alles gut. Kriegen wir alles hin. Oh.
waren im Sturzflug. Denk dran, das sind keine Eulen, ne? Ja. So, wie sieht's mit deiner Ausdauer aus? Brauchst du noch mal Ausdauer? Weil über das schwarze Gebiet wollte ich an einem Rutsch rüberfliegen. Ich hab doch gerade aufgeladen, wo ich gegessen habe. Gut. Hat jetzt auch schon 800 Ausdauer. Sehr schön. Ja, dadurch, dass wir nicht schnell fliegen können, ja, sollte das reichen, denke ich. Ach ja, Mini muss ja über Land fliegen. Ja. Fliegen auch nicht allzu tief, dass du nicht so viel reinladen musst. Mhm. Ja, wenn ich rausfliege, nur aus der Höhe, bin ich sowieso tot. Ja. Aber der Vulkan, der scheint echt nur zu qualmen, wenn er kurz vorm Ausbruch ist. Oder beim Ausbruch. Also von daher passt das. Ich meine, das war mal anders, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher. Kann man auch mit anderen Karten verwechseln, weißt du? Ja. Aber ich meine, hier auf Ragnarok, der hat nur geraucht, wenn kurz vorm Ausbruch war. Okay. Pyro, können wir noch mal kurz in der Luft stehen bleiben? Ja. Gut. Kein Problem. Okay. Bandbild. Wenn hier rausfliegst, wäre ziemlich unangenehm. Deswegen lieber einmal zu viel anhalten als einmal zu wenig. Es fliegt schon weiter. Ja, du hast so gesagt. Ja, ich habe nur gesagt, dass ich aus dem Standbild wieder da bin, aber ist okay. Ja, ich habe das jetzt bloß nicht durch meinen Agi gesehen, dass du schon weitergeflogen bist. Musst du das sagen, das, ne? Ja. Erst okay geben, wenn es weitergehen kann. Ja. Weil wenn es anfängt zu ruckeln oder so, dann gleich Bescheid sagen. Mhm. Wie gesagt, hier runterpullern, das wäre nicht gut. Ich weiß. Level up! Schön, ich nicht. Level up habe ich vorhin von dir gekriegt. Wollte ich gerade sagen, du hattest vorhin dein Level up. Ja, der hat ja vor allem hier viel gelevelt, als ich auf dich aufgepasst habe. Standbild. Okay, wir stehen. Bin wieder da, ich drehe kurz Kamera. Ja, sollte gehen. Weiter. Gut. Da habe ich ja ganz viele hier von diesen Klaufiechern weggemacht und alles. Alles, was ich so annagen wollte. Oh. Hast du fein gemacht, weil mir wurde nichts geklaut. Tja. Ja, dadurch ist er hier mit einem Level. Ich glaube, ich habe da bestimmt 15 Level gemacht, mindestens. Jo. Wenn wir im grünen Gebiet sind, dann ist alles wieder entspannter. Mhm. Seitdem der Giga kommt, dann gucke ich zu, wie er, ne, dass ich deine Viecher wegziehe. Mhm. Insofern du sie wegziehen kannst, wenn ich dann nicht mehr drauf sitze, ne? Dauert ja eine Weile. Tja. Ja, wenn du hoch genug in der Luft bist, ist das kein Problem. Ja, ja. Ansonsten muss ich zusehen, wie er dich als Kaugummi benutzt oder so. Mhm. Wegen der Rüstung, da muss man ein bisschen länger drauf rumknautschen. So ein Snack für einen hohlen Zahn, ne? Ja, genau, der kann dann deine Rüstung benutzen als Blombe oder so für den Zahn. Aha. Gott, wir kommen auf Ideen. Wir könnten natürlich jetzt abkürzen. Bitte? Es ruckelt. Gut, bleiben stehen. Wir könnten natürlich jetzt abkürzen rechts fliegen. Auf den Dings zu. Nein. Nein, nein, nein. Mehr Mut zur Lücke und so. Nein. So, wir können weiter. Gut. Du weißt doch, Mini ist dann wieder die Erste, die stirbt. Also mit dem Petri kannst du da drüber fliegen. Ach, guck mal, rechts unten, das ist bunt schimmerndes Spuckvieh. Hm. Das ist ja bald Augenkrebs. Ja. So rosa, also so pink, das ist ja nicht so meins.
Nee, meins auch nicht. Damit kaderlich. So. Ampel. Okay. Mach keinen Scheiß, wir haben es fast geschafft. Wieder da. Gut. Dann düsen wir jetzt mal rechts da auf diesen Felsen irgendwas dazu. Standbild. Ich muss erst kurz stehen bleiben. Ja. Sonst wird das nix. Sollte wieder gehen. Gut. Du siehst da drauf, wenn du drauf zu. Okay, wenn du drauf zufliegst, siehst du gleich so ein Bäumchen. Und an dem Bäumchen darauf landen wir. Da können wir weitergehen. Gut. Weil ich will nicht da oben drauf. Ich weiß nicht, ob da schon Drachen rauskommen oder so. Normal, wir waren ja noch nicht an der Drachenschlucht, aber egal, lieber vorsichtig. Denn mit den Aggies im Schlepptau Bandbild. Komm, bin ich schnell genug weg. Wieder da eben Kamera drehen. Jo, geht. Gott. Oh, da unten sind Alus. Da oben ist meistens friedlich. Da hast du höchstens mal so ein Spuckvieh oder so drauf. Jetzt könnten da aber auch Knobels drauf sein. Ach so, ja, stimmt. Das ist ja ein schönes. Gerade deswegen bei mir gerade so ruckelt und Standbild. Ja, also so. Das hatte ich auch. Als die Hütte gespawnt ist, also mit den Knobels, da hatte ich auch ein paar Sekunden Standbild. Also es sieht sicher aus. Ja. Ganz oben ist auch nichts? Nö. Gut. Dann landen. Dann immer was trinken. Ah, lass mich doch absteigen. Also ich habe schon mal getrunken. Ja, ich muss erst auf mein Abi aufsteigen. Weil ich in dem drinnen bin. Das ist Büro. Da. So, drehen. Läuft. Dann versuchen wir weiter. Jupp. Gut. Dann nach dir. Yes. Jetzt sind wir in der Highlands. Nice. In der Ecke hatte ich auch schon mal eine große Burg gebaut. Keine Burg, so ein ganzes Dorf. Cool. Mit einer Schmiede und normaler Werkstatt. Dann hatte ich auch noch einen Sattelmacher dahingesetzt und sowas. Ja. Ja, wenn wir ein bisschen Material über haben, können wir ja gucken, ob wir sowas nochmal machen können. Ja, da wo wir jetzt hinfliegen, da ist eigentlich, wenn wir da ein Dorf hinsetzen würden, dann hätten wir kaum noch Platz für die Dinos. Ja, ja. Müssen. Könnten wir uns da einen schönen Spot aussuchen. Für das Dorf. Ja. Mal gucken. Ein Mini baut sowieso irgendwann wieder Außenposten. Ja, ja. Dadurch, dass wir jetzt den Teleporter nicht mehr haben, sondern die Ringe. Müssen wir so gucken, da müssen wir da umbauen. Büro, warte kurz, es ruckelt. Ja. Oh, da unten ist der Giga. Ja, super. Also nicht hier rausfliegen, bitte. Nee, es ruckelt ja. Standbild. Du bist noch genau auf der Höhe vom Giga, ne? Oh, ich bin da. Wartest du kurz auf mich? Ich komme eben. Ja. Giga hat schon in deine Richtung geschielt. Ja, bin bei dir. Wie war das mit der Blombe und Kaugummi und so? Aha, man sollte es einfach nicht erwähnen. Da ist noch ein Giga. Was? Da ist ein Giga und da ist ein... Hier sind zwei Gigas. Ach, herrje. Sonst ist doch nur einer gespawnt. Ja, einer in der Wüste, einer hier. Und bei unserer Ecke da hinten immer einer. Ach, herrje. Ja, solange haben sie hier spawnen, ist mir so egal.
So, wir gehen jetzt leicht rechts. Ich bräuchte dann aber gleich einen Platz zum Landen wegen Reinladen. Okay, da dann. Irgendwo. Ja, dann Kommando zurück, dann lass uns das hier vorne machen. Okay. Weil wir müssen über den Giga rüberfliegen. Tut mir leid, dass das wegen mir. Alles gut, dann lande du hier oben. Ich lande eins tiefer. Aha, ich lasse euch erstmal vorbei. Weil ich ein bisschen langsamer bin. So. Ich sitze. Aber wir müssen direkt beim Giga vorbei. Mhm. Hör doch auf zu ruckeln. Kamera drehen scheint wieder zu laufen. Gut. Wir fliegen jetzt rechts da Richtung Redwood. Ja. Gut. Bist du soweit? Ja. Weil rechts von uns ist der Giga. Ja. Aber ein Giga tämen wir hier auch auf Karte nicht, ne? Also ich finde die Gigas nicht so toll. Ich würde sowieso sagen, wenn wir die Mauer gezogen haben, also dass wir unser Grund und Boden abgesichert haben, könnten wir auch ein paar Tiere runterladen, weil ich wollte auf jeden Fall den Shadowman wieder haben. Ja. Den fand ich toll. Auch wenn es den hier auf Karte nicht gibt, ist doch egal. Eben. Weil dann kann man nämlich Shadowman auf Schulter machen mit einem Vieh losfliegen und wenn man dann in eine Höhle rein will oder was, dann eben umgedreht. Jo. Aber da die Tiere ja von der Schulter aus auch mitkämpfen, hast du natürlich mit dem Shadowman mächtiges Schultertier, ne? So, jetzt landen wir hier vorne nochmal, damit du alles reinladen kannst. Perfektes Timing, es ruckelt. Ja, das dachte ich mir nämlich, denn durch den über den Redwood wollte ich auch in einem Schwung fliegen. Wir fliegen dann direkt an der Kante vom Schneegebiet her. Und dann kommen wir in die Wüste. So. Und gelandet. Ist auch ein schönes Eckchen, ne? Also, guckst, da vorne kommt der Wasserfall so schräg runter oder ist ja mehr schon eine Stromschnelle. Das finde ich ja hier schön auf Ragnarok. Sind ja auch quasi als erstes damit angefangen, als bekannte Karte. Du hast immer gesehen, da sind Flüsse oder Bäche oder Seen und die verschwinden irgendwie nirgends. Die haben keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende und hier sind die alle irgendwie miteinander verbunden. Die Seen oder die Bäche münden in Seen rein oder fließen bis ins Meer rein. Also hier hast du nichts, was irgendwie auf einmal, pups, ist es weg. Ja, also von mir aus könnten wir theoretisch weiter. Gut. Aber kann sein, dass wir dann ein paar Mal in der Luft stehen bleiben müssen. Ja, das ist ja kein Problem. Fliegen wir ein Stück höher. Ach jo, jetzt müssen wir ja wieder aufpassen wegen Thylas an den Bäumen. Ja, deswegen. Wir fliegen über die Bäume drüber. Ach, jetzt habe ich das schöne Geräusch wieder. Also die Geräuschkulisse. Von der Redwood. Müssen wir sehen, wie weit wir ins Schneegebiet reinkommen können. Standbild. Okay. Ah, und bin wieder da, eben drehen. Ah, scheint zu gehen. Wie weit wir ins Schneegebiet reingehen können, ohne dass wir erfrieren oder so. Ja. Weil desto weniger Berührung haben wir mit dem Redwood. Mhm. Falls dann irgendwas ist, dann, ne? Also hier die Ecke hatte ich gerade kurz ein Standbild, da wird er bei dir reinladen. Ich warte dann mal hier. Warte. Ah, wieder da. Hat er geladen schon? Denke ich. Ja, super. Also ich bin jetzt bei dir. Gut. Muss man mit drauf achten, wenn man natürlich die Schneeflocke geht noch, aber wenn man einen Eisklumpen kriegen, dann ist Schicht, weil wir müssen auch sehen, dass wir jetzt hier durchkommen. Weil hier wird es ja auch kälter, weil wir haben gleich 18 Uhr und dann wird es dunkel. Du siehst ja da hinten die Berge, wenn wir die geschafft haben, dann sind wir so gut wie da.
Mir wäre es recht, wenn wir noch ein Stückchen höher fliegen könnten. Okay. Wegen den Kühlers. Klappt das denn mit deinem Vogel im Schlepptau oder soll ich den auch noch in den Schlepptau nehmen? Jetzt geht. Gut. Ja, wenn du den im Schlepptau hast, dann muss ich den ja trotzdem mitladen. Ja, aber dann ist er vielleicht nicht so dicht oder so. Meinst du? Ja. Jetzt ist sowieso vorbei, jetzt sind wir gleich über den Redwood. Also Ausdauer fehlt bei mir nur ein kleiner Strich oben. Ja, bei mir zwar ein etwas dickerer Strich, aber das reicht noch. Super. Ich schreie, wenn ich bei halb bin. Ja. So, wir bleiben in der Luft stehen. Denn ich sagte mal von hier aus mit Mini im Hintergrund, sagen wir dann mal von hier aus erstmal für heute tschüss. Tschüss.